Hallo liebe Naturfreunde und herzlich willkommen bei Natur entdecken. Ich habe eine Buntspechthöhle in einem nahen Wald entdeckt und wenn ihr mich begleiten wollt bei der Beobachtung dieser Tiere, dann bleibt dran. Wir befinden uns hier in einem kleinen Wäldchen nahe meines Wohnhauses und hier habe ich eine Buntspechthöhle entdeckt. Wir werden uns heute den Buntspecht mal etwas näher anschauen. Dafür brauchen wir aber ein Tarnzelt, denn der Buntspecht ist ein recht scheuer Geselle. Und wenn wir uns dem Nest nähern, auf wenige Meter, dann wird er das erkennen und wird dementsprechend seine Jungen nicht mehr füttern. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen tarnen wir uns gut ab. Und schauen mal, ob wir den Buntspecht ein bisschen beobachten können. Ihr seht, mein Tarnzelt steht und ich habe inzwischen Stellung bezogen. Obwohl gut getarnt, ahnte der Specht etwas und flog erstmal 20 Minuten lautstark schimpfend im Umkreis seines Nestes umher. Nur zögerlich wagte er sich an sein Nest heran, um es nicht zu verraten. Dann begann er aber trotzdem zu füttern. Eine bebrütete Spechthöhle zu finden, ist nicht immer einfach. Der fleißige Geselle baut einfach sehr viele Höhlen. Ein Indiz sind frische Holzspäne am Boden. Einfacher wird es, wenn die Jungen geschlüpft sind und bereits um Futter betteln. Dann muss man einfach ihren Stimmen folgen. Mit fortschreitender Zeit werden die Kleinen immer fordernder und drängen auch schon mal zum Nestloch hinaus, um nach den Alttieren Ausschau zu halten. Dabei kann man deutlich die rote Haube der Jungtiere erkennen, die sie später verlieren. Das männliche Tier erkennt man am roten Fleck am Hinterkopf. Diesen roten Fleck besitzt das Weibchen nicht. Dieser Fleck, die rote Unterschwanzdecke und der weiße Schulterfleck sind auch Unterscheidungsmerkmale zu anderen Spechtarten, wie Klein- oder Mittelspecht. Von den größeren Spechtarten, wie Grün- oder Schwarzspecht, kann man den Buntspecht problemlos unterscheiden. Ihr seht, man muss nicht besonders weit reisen, wenn man tolle Entdeckungen machen will. Das geht auch bei uns direkt vor der Haustür. Und wenn euch unser kleiner Trip zum Buntspecht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Abenteuer mit mir gemeinsam erleben wollt, dann drückt auf das Abo-Knöpfchen. Bis dahin, tschüss.